Wir sollen hier diese Hyperbel skizzieren. Und zwar machen wir das anhand ihrer Asymptoten. Zuallererst schauen wir uns einmal den Nenner dieser Funktion an, denn wir wissen, wir dürfen nicht durch 0 teilen und überprüfen somit zuallererst einmal, wann denn dieser Ausdruck 0 wird. Also, wir schreiben uns das so hin. Wir können jetzt die Wurzel ziehen. Dann hätten wir noch 2x plus 5. Die Wurzel aus 0 ist 0. Wenn wir die 5 auf die andere Seite bringen, dann hätten wir 2x ist gleich minus 5. Und teilen wir das noch durch 2, dann erhalten wir x ist gleich minus 2,5. Das bedeutet, an der Stelle x gleich minus 2,5 ist unsere Funktion f nicht definiert, denn dann würden wir ja durch 0 teilen und somit können wir hier bei minus 2,5 eine senkrechte Asymptote einzeichnen. Also an diese Gerade muss sich unsere Kurve annähern. Jetzt schauen wir noch, was unsere Funktion für x gegen plus bzw. gegen minus unendlich macht. Also wir nehmen den Limes unserer Funktion, also minus 1 durch 2x plus 5 zum Quadrat und setzen x gegen plus unendlich. Das heißt, wir haben hier, wenn wir für x unendlich einsetzen, 2 mal unendlich ist immer noch unendlich, plus 5 auch unendlich, das quadriert ist auch noch was Unendliches. Und wenn wir jetzt minus 1 durch irgendetwas unendlich Großes teilen, dann strebt das Ganze gegen 0. Also es wird fast nichts. Wir können hier auch gleich noch x gegen minus unendlich hinschreiben, denn wenn wir hier das einsetzen, passiert genau das Gleiche. Wir hätten dann minus unendlich im Quadrat, ergibt plus unendlich und das geht auch gegen 0. Also dieser gesamte Ausdruck. Das heißt, unsere x-Achse stellt unsere zweite Asymptote dar. Jetzt müssen wir nur noch schauen, okay, wie zeichnen wir die Hyperbel ein? Wir wissen, sie muss sich hier an diese Kurve annähern, also sie muss irgendwie zum Beispiel so verlaufen oder so. Und das können wir überprüfen, indem wir ganz einfach für x zum Beispiel die minus 3 einsetzen. Also ein Wert links von unserer Polstelle, beziehungsweise ein Wert rechts von unserer Polstelle. Also, wir nehmen f von minus 3, da hätten wir 2 mal minus 3, das ist minus 6, plus 5 ergibt minus 1, minus 1 im Quadrat ist 1 und dann minus 1 durch 1 ergibt minus 1. Das bedeutet, bei minus 3 muss die Funktion den y-Wert minus 1 haben. Dann schauen wir uns das noch an, zum Beispiel für minus 2. Das wäre der Wert rechts von unserer Polstelle. Minus 2 eingesetzt, also 2 mal minus 2 ergibt minus 4, plus 5 ergibt 1, 1 im Quadrat ist 1 und somit erhalten wir hier auch minus 1. Das bedeutet, wir wissen, okay, unsere Funktion muss sich auf jeden Fall hier bewegen. Also sie kommt von hier durch diesen Punkt, nähert sich an unsere Senkrechte an und kommt dann von hier unten wieder nach oben und nähert sich an die x-Achse. Und somit hätten wir diese Hyperbel skizziert.